Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In einer meiner letzten Videos habe ich euch schon das Aufnahmemenü der Canon EOS R ja vorgestellt und die einzelnen Menüpunkte. Die Serie, die werde ich heute fortführen und zwar mit dem AF-Menü. Also ich werde euch wieder alle Menüpunkte, die sich unter dem AF-Menü so verbergen, erklären, wie ich die in der Praxis nutze und ja, den einen oder anderen Tipp aus der Praxis werde ich euch auch noch versuchen mitzugeben. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Bevor ich mit dem eigentlichen AF-Menü anfange, noch kurz der Hinweis, also ich hatte in einer der letzten Videos ja schon das Aufnahmemenü euch vorgestellt. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback und die Kommentare dazu. Ich werde euch das Ganze hier noch verlinken und das Ganze wird hier eine Playliste, wo ich euch nach und nach die einzelnen Menüs und die einzelnen anderen Funktionsweisen der Canon EOS R vorstellen werde. Auch das werde ich hier euch oben verlinken. Das wird noch weiter wachsen und da werden nachher alle möglichen Informationen zur Canon EOS R, die auf meinem Kanal so vorhanden sind, zu finden sein. Bei dem Video hier werde ich euch auch wieder so eine Zeitleiste hier einblenden. Dann könnt ihr direkt in die einzelnen Menüpunkte springen oder in die einzelnen Kapitel oder Reiter des Menüs, um euch dann besser zu orientieren. Wenn ihr irgendwann mal nachher nochmal zu dem einen oder anderen Punkt Fragen habt, braucht ihr euch das ganze Video nicht an einem Stück angucken, sondern könnt direkt in diesen einzelnen Punkt reinspringen. Ich verlinke euch das auch nochmal hier unten drunter. Dann habt ihr einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann wisst ihr, wo welcher oder zu welcher Zeit des Videos welcher Punkt besprochen wird. Ja, und bevor wir jetzt wirklich endgültig starten, noch so ein kleiner Hinweis. Ich habe die natürlich im Standard noch, also die fokussiert, wenn man den Auslöser halb andrückt. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten und Tastenkombinationen mit Backbutton-Fokus, wer da noch Interesse dran hat. Da mache ich gerne ein Video zu, einfach in die Kommentare rein. Ich habe sie hier noch im Standard, halb ausgedrückte Auslöser, fokussiert die Kamera. Ich habe die Firmware 1.4 hier drauf. Wenn da irgendwann mal Änderungen an der Firmware stattfinden, die das Menü betreffen, wisst ihr Bescheid. Es kann sein, dass es da die alte Firmware ist, wo dann vielleicht der ein oder andere Punkt vielleicht zugekommen ist. Auch ein Hinweis in die Kommentare, dann kümmere ich mich darum, dann aktualisiere ich das Video oder schreibe wenigstens einen Hinweis in die Videobeschreibung dazu. Ja, und jetzt gucken wir uns das an. Ich zeige euch Punkt für Punkt die einzelnen Menüpunkte des AF-Menüs der Canon EOS R und dann schauen wir mal, wie wir aus dem AF-System, was ja seit Version 1.4 auch richtig gut geworden ist, wie wir da noch das Bestmögliche dann rauskitzeln können. Ja, ich habe die Kamera jetzt wieder hier per HDMI an meinen Rechner angeschlossen und nehme das Ganze dann jetzt hier mit meiner EOS M50 diesmal auf und werde jetzt Schritt für Schritt durchgehen und dann fangen wir einfach an mit AF1. Das ist also der erste Reiter in dem AF-Menü. Und dann fangen wir auch an mit den einzelnen Menüpunkten und da fangen wir an mit AF-Betrieb. Nennt sich das im Deutschen und das sagt nichts anderes aus als: Wann soll die Kamera denn den Fokus halten oder suchen? Und da gibt es einmal dieses One-Shot AF. Das heißt, ich drücke einmal den AF-Modus an oder den Auslöser halb durch. Dann wird die Kamera den Fokus suchen. Wenn sie ihn gefunden hat, bleibt er festgenagelt da drauf, bis ich den Auslöser wieder loslasse. Oder halt den Servo-Modus hier. Und da ist halt, solange ich den Auslöser halb durchdrücke, sucht die Kamera kontinuierlich nach dem Fokus, die Schärfe anhand der Parameter, die wir gleich noch durchgehen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal an One-Shot. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Auslöser, ich habe hier mal so ein Musterbild mir auf mein iPad gelegt, da kann man das mal ganz gut dann präsentieren. Wenn ich jetzt den Auslöser halb drücke, man sieht, der hat einen Fokuspunkt gesetzt. Das ist jetzt grün umrandet. Und wenn ich jetzt die Kamera bewege, wird das aber nicht mehr verändert. Der Fokus bleibt genau auf diesem Objekt hängen und da wird nichts mehr von der Kamera gesucht, getan. Der Fokus sitzt, der ist gesetzt jetzt und solange ich den Auslöser nicht loslasse, was ich jetzt tue, wird die nicht versuchen, einen neuen Fokus zu setzen und die Schärfe zu beeinflussen. Und wenn ich jetzt hier auf Servo gehe und das Ganze nochmal mache, sieht man gleich, ich drücke den Auslöser halb durch. Das bleibt also hier kontinuierlich aufs Auge hängen und der Kasten ist jetzt nicht grün, wie in dem anderen Modus, sondern blau. Das ist auch immer noch so ein Hinweis, so eine optische Rückmeldung im Sucher und auf dem Display, damit man weiß, welchen Modus man hat. Also
blau ist immer der Servo AF aktiv. Stelle ich das Ganze auf One-Shot, so, dann habe ich hier beim Fokussieren halt ein grün umrandetes Feld. Ja, wofür ist das gut? One-Shot ist er, ja, wenn ich Landschaften fotografiere, Langzeitbelichtung irgendwie was machen möchte oder so, keine Bewegung habe, dann kann ich natürlich mit One-Shot gut arbeiten. Ansonsten bietet sich natürlich bei Tieren, Menschen Bewegung, bietet sich immer Servo AF an, um da halt die Bewegung einzufrieren, aber den Fokus dann eben auf ein vorher definiertes Objekt zu legen, was dann verfolgt wird von der Kamera in der Schärfe, um dann halt da möglichst punktgenau den Fokus zu haben. Bei One-Shot, Fokus ist gesetzt, egal was dann im Motiv passiert, das ist dann alles egal, mehr oder weniger. Und bei Servo wird es halt versucht, weiter zu verfolgen. Das ist also der AF-Betrieb. Kurz könnte man sich das so merken, wie lange soll eigentlich der Fokus gesucht werden, wenn ich den Auslöser halb durchdrücke? Soll der einmal festgenagelt werden oder soll der kontinuierlich weitergesucht werden, wenn ich einen Auslöser andrücke? Das sind eigentlich die beiden Unterschiede, die da eine Rolle spielen. Nach dem AF-Betrieb, da kommen wir schon zur AF-Methode und das ist der Bereich, wo halt der Kamera gesagt wird, was sie scharf stellen soll von dem Motiv, wo der Fokus nachher sitzen soll. Und da habe ich hier einmal die Gesichtserkennung, die ist klar. Bei Porträtfotografie kann ich halt sagen, suche ein Gesicht und stelle darauf scharf. Da gibt es aber noch einen Punkt, Verfolgung. Ich kann hier auch einen Punkt definieren und auswählen bzw. markieren. Und dann wird der von der Kamera versucht, scharf zu stellen und auch im Fokus zu halten, auch wenn er sich bewegt. Dann habe ich ein Einzelfeld, Autofokus, dann kann ich ein Kästchen auf der im Sucher bzw. im Display markieren oder ausrichten und dann wird da nach der Schärfe gesucht und das sind hier noch Abwandlungen davon, da werden halt nach größeren Bereichen und die umliegenden Kästchen auch noch berücksichtigt und hier das gleiche noch mit mehr Kästchen. Hier ist der gesamte AF in der Zone als Messfeld vorgesehen, also das ist ein deutlich größerer Bereich. Hier ist ein vertikaler und hier ist noch ein horizontaler Bereich möglich. So, schauen wir uns das erste Mal an, wie das mit der Gesichtserkennung bzw. in dem Verfolgermodus dann konkret aussieht. Ich habe mir hier ja so ein kleines Musterbild mal rausgeholt und das hier auf meinem iPad dargestellt. Da kann man das ganz gut sehen und wenn man hier sieht, er hat hier ein Gesicht erkannt und versucht jetzt auch die Gesichter hier möglichst im Fokus zu halten. Wenn ich natürlich mehrere Gesichter habe, dann kann ich ja auch mit dieser Feldauswahltaste, die unter dem Stern-Taste ist, auch hier einmal draufdrücken und dann die verschiedenen Gesichter kann ich mir dann auswählen mit rechts und links mit dem digitalen Wippen und dann halt sagen, stell auf dieses Gesicht scharf oder stell auf das andere Gesicht scharf, um dann halt das auch noch beeinflussen zu können, wenn es dann darum geht, da eine Auswahl treffen zu müssen. Jetzt haben wir den Verfolger und die Gesichtserkennung ja kennengelernt. Es gibt dann noch andere Modi, die die Kamera zulässt. Das sind dann immer irgendwelche Punkte, Messfelder, die ich in der Kamera definieren kann. Und innerhalb dieser Messfelder wird dann der Fokus von der Kamera gesucht. Da stehen verschiedene zur Auswahl. Ich gehe hier mal exemplarisch einmal in die Einzelfeld AF oder den Einzelfeld Autofokus. Wenn ich ihn ausgewählt habe, habe ich ja ein kleines Kästchen zur Verfügung, wird mir angezeigt hier. Und da wird dann versucht, die Schärfe zu finden. Dieses Kästchen kann ich auch mit der Messfeld-Auswahltaste verschieben, mit den beiden Drehrädern. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit über Touch and Drag AF, da kommen wir aber gleich noch zu. Und dann kann ich halt sagen, in dem Bereich suchen wir hier oben nach dem Fokus und dann wird halt versucht, da den Fokus zu setzen. Und wenn ich da oben jetzt drauf auf diese Lampe den Fokus suche, wird darauf fokussiert und wenn ich jetzt hier wieder da das Messfeld drauf habe, wird darauf und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da hier den Fokus, will den Ausschnitt so wählen, muss den jetzt aber weiter runter haben, kann ich das auch so mit dem Hoch und Runter und dem Navigieren über die Kontrollräder halt steuern und die anderen Menüpunkte in diesem Menü unter Methode funktionieren halt ähnlich und haben halt nur größere Bereiche zur Auswahl beziehungsweise beziehen sich hier auf einem nur vertikalen Bereich. Also er sucht dann hier in diesem Bereich nach dem Fokus und den kann ich aber auch wie gehabt dann verschieben rechts und links den Bereich und dann habe ich auch noch einen Bereich,
horizontal zum Beispiel, das sind natürlich Spezialfelder, dann sucht er halt in diesem horizontalen Bereich nach der Schärfe. Auch den kann ich wieder verschieben, hoch, runter und dann versuchen, wenn ich jetzt hier, hat er da jetzt was gefunden, wenn ich jetzt hier runterschiebe, stopp, muss man schon im richtigen Modus sein, dann sucht er halt da. Und das sind halt die Möglichkeiten, die die Kamera mir gibt, um zu sagen, in dem Bereich suche mir bitte den Fokus, setz mir die Schärfe dorthin und dann das einzugrenzen und die Kamera noch bei der Schärfensuche ein bisschen zu unterstützen bzw. vorzugeben, was man überhaupt scharf gestellt haben möchte. Das kann ich auch noch etwas feiner mir einstellen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das einzelne Messfeld mir aussuche, kann ich mir hier auch noch das Messfeld größer oder klein machen, also etwas selektiver sagen, suche nur den kleinen Bereich, den ich dir vorgegeben habe daran. Also man sieht hier, dann ist das Kästchen ein ganzes Stück kleiner als vorher und er sucht dann halt tatsächlich nur in dem Bereich den Fokus. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Ich muss die Kamera ein bisschen aus dem Bild nehmen. So, und dann hat man halt nur den Bereich zur Verfügung. Und dieses Kästchen kann man natürlich dann auch wieder hin und her schieben, um dann halt entsprechend sich den Fokus an der richtigen Stelle zu setzen. Der nächste Punkt ist dann die Augenerkennung. Die ist natürlich deaktiviert, wenn ich die Gesichtserkennung aus habe. Die muss ich anmachen. Und wenn ich dann hier die Augenerkennung aktiviert habe und er Augen erkennt, na, da hat er auch schon was. Man sieht das hier. Das Messfeld wird groß und klein da. Jetzt hat er nur Gesicht, aber er kennt dann auch das Auge und stellt dann hier auf das Auge nur scharf oder auf das Auge. Auch hier kann ich wieder mit der Messfeldauswahl das Gesicht auswählen wie vorher. Und er versucht dann halt innerhalb dieses Gesichts dann das Auge scharf zu stellen. Das klappt seit dem Firmware-Update 1.4 ja auch relativ ordentlich. Das muss man halt dann auch aktivieren, wenn man die Augenerkennung haben will. Ich weiß gar nicht, warum man es abstellen kann. Ich habe es also, wenn ich jetzt in der People-Fotografie unterwegs bin, eigentlich immer aktiv und gehabt da super Ergebnisse. Wenn er kein Auge findet oder setzen kann, dann nimmt er sowieso das ganze Gesicht. Von daher kann man es meiner Meinung nach auch gut und gerne aktiviert lassen. Dann haben wir eine weitere Möglichkeit der Fokuskonfiguration. Das ist ja der kontinuierliche Autofokus. Und das besagt, dass die Kamera ständig nach dem Fokus sucht und den auch führt. Also ich habe jetzt keinen Auslöser, nichts gedrückt und die Kamera sucht sofort nach dem Fokus, um dann halt sofort bereit zu sein. Wenn ich jetzt hier ein Messfeld mal auswähle, das machen wir hier mal. Und ich habe hier, man sieht sofort, der Fokus springt. Ich habe keinen Auslöser gedrückt und die Kamera springt sofort dahin, wo das Messfeld jetzt drin ist, um in diesem Bereich halt den Fokus hinzusetzen. Grün wird es dann auch erst, wenn man den Auslöser drückt, aber der Fokus wird sofort gesetzt, wenn man auf dem Messfeld halt die entsprechende Schärfe liegen hat. Gibt es Spezialfälle natürlich auch, wo das durchaus angebracht ist und das sollte man auch dann einsetzen, wenn man jetzt irgendwo das auf dem Stativ vielleicht hat oder Sport im Verfolgen ist, kann man das natürlich gut einsetzen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Da gibt es zwei Sachen zu beachten. Auf der einen Seite ist natürlich klar, dadurch wird der Akku natürlich ganz schön beansprucht, aber viel wichtiger und da solltet ihr wirklich auch die Bedienungsanleitung beherzigen. Da gibt es nämlich einen Hinweis zu diesem Punkt. Wenn der aktiviert ist, sollte man die Objektive definitiv nur wechseln, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, sonst kann es nämlich zum Schaden am Objektiv kommen. Also wenn man den kontinuierlichen AV einsetzt und das Objektiv wechseln will, bitte auf jeden Fall die Kamera ausschalten, sonst hat man nachher Probleme und beschädigt sich irgendwas am Objektiv. Das sollte auf jeden Fall ja nicht passieren. Von daher, kleiner Hinweis, passt ein bisschen darauf aus. Und deaktiviert euch das, wenn das nicht braucht, beziehungsweise schaltet die Kamera aus, wenn ihr die Objektive tauscht, dann gibt es da keine Probleme. Die stärkste Funktionalität kommt jetzt hier mit Touch and Drag AF Einstellungen und ich bin zur Canon EOS R ja gewechselt von der 6D Mark II. Hatte vorher auch noch nie sonst einen Joystick, aber der wird ja von vielen schmerzlich vermisst bei der Canon EOS R. Vielleicht kommt er ja mit einer der zukünftigen Versionen der Canon EOS R. Ich vermisse ihn jetzt nicht. Ich nutze das Touch and Drag AF und das
Da gibt es auch ein weiteres Menü mit drei verschiedenen Menüpunkten. Und da kann man als erstes erstmal sagen, oder als kleine Einleitung erstmal, was ist denn überhaupt Touch and Track AF? Touch and Track AF ist die Möglichkeit, durch den Sucher zu schauen und dann anhand mit dem Daumen aufgrund der Parameter, die wir jetzt hier gleich durchgehen, den Fokuspunkt zu setzen. Und dieses System kann man, erstmal muss man das aktivieren, damit es überhaupt funktioniert, also mit Touch and Track AF aktivieren. Und dann gibt es eine Positionsmethode, da gibt es einmal absolut und relativ. Und absolut heißt nichts anderes, als wenn ich auf den Punkt klicke, wenn ich auf irgendeinen der Punkte klicke auf dem Display, springt sofort der Fokuspunkt dahin, wo ich das haben will. Und bei relativ ist es dann so, ich drücke hier hin und verschiebe den Punkt eigentlich nur um die Strecke, die da bewegt wird von dem Finger. Wer das kennt vom Wegstempeln bei Photoshop, das ist halt so ähnlich. Man führt also parallel die Punkte voneinander weg. Man muss halt nicht so viel Strecke machen auf dem Display und kann dann halt das über relativ machen. Ich habe das auf relativ, weil bei absolut springt es dann auch dann irgendwo so unmotiviert teilweise hin und her, meiner Meinung nach. Wenn man da mit dem Finger den setzt, dann ist man meistens nicht da, wo man genau hin will. Und deswegen habe ich das auf relativ. Und dann kann man hier sagen, in welchem Bereich man das überhaupt haben will. Gesamtes Display, dann wird halt das gesamte Display dafür genutzt. Nur den rechten Streifen, den linken Streifen, oben, unten oder oben rechts, unten rechts. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren. Ich habe das auf ganz rechts stehen. Leider kann ich euch das jetzt nicht direkt hier über den HDMI-Recorder zeigen, aber ich zeige euch trotzdem mal, wie das so funktioniert. Also man kann hier den Fokuspunkt dann nach und nach verschieben und dann wird das Messfeld dann halt in die entsprechende Position bewegt. Das ist halt eine Einstellung, so ähnlich wie bei dem Touch-Auslöser. Wenn man also auf dem Display drückt und dann auslöst, dann springt halt der Fokuspunkt auch entsprechend da gleich hin. Das ist dann halt, wenn man durch den Sucher guckt, kann man den Fokuspunkt, das Messfeld davon, halt in die entsprechenden, anhand der Parameter definierten Bereiche schieben. Sehr praktisch. Ich nutze das auch bei meinen anderen neueren Canon-Modellen jetzt mittlerweile nur noch. Ich hatte vorher keinen Joystick, kenne also keinen Joystick. Von daher bin ich da nicht verwöhnt oder versaut oder was auch immer. Komme damit ganz gut klar und denke mal, das ist eine super hilfreiche Einstellung. Da sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, wenn man eine Canon EOS R oder RP hat oder die M50 hat das auch. Von daher schaut euch das Ganze mal an. Super. Dann kommen wir schon noch zum Autofokus Menü 2. Und da muss ich euch eine Sache jetzt eben manuell hier eben zeigen. Und zwar ist es das die Einstellung fürs Focus Beacon. Das kann man nämlich nicht zeigen, wenn das Ganze am HDMI angeschlossen ist. Und da gibt es drei Menüpunkte, die sind relativ schnell erklärt. Deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Ja, was ist überhaupt Focus Peaking? Focus Peaking unterstützt einen beim manuellen Fokussieren. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Testaufbau mal eben vorbereitet und zwar mit einer normalen Testkarte. Und wenn man hier sieht, ich habe hier halt, wenn ich manuell fokussiere, die Möglichkeit, mir die Schärfenebene im Display farblich anzeigen zu lassen. Ich habe das jetzt auf Rot stehen und das ist ja so eine Testkarte. Also hier sollte die Schärfe sitzen und man sieht genau, wie die halt durchs Bild wandert, je nachdem, wie ich den manuellen Fokusring halt bewege. Das Ganze kann ich mir auch noch in anderen Farben darstellen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Bild, was ziemlich viel Rotanteil hat, kann ich es eventuell auch auf Gelb einstellen. Dann sieht man das Ganze so. Oder ich kann das auch noch auf Blau einstellen. Dann hat man, denke ich mal, alle Möglichkeiten. Und dann habe ich hier halt den Bereich markiert oder hervorgehoben, der gerade scharf gestellt wird durch die Kamera. Ich habe das jetzt hier auf Empfindlichkeit hoch, setze ich das auf gering, dann sieht man auch gleich der Bereich, wo das eigentlich angezeigt wird. Der wird also deutlich geringer. Es wird nicht mehr ganz so viel angezeigt und man muss dann halt etwas genauer fokussieren oder hat dann die Möglichkeit, das Ganze sich dann noch genauer irgendwie einzustellen. Von daher gute Unterstützung, gerade wenn man manuell fokussieren will oder muss, wenn man mit einem Tilt-Shift-Objektiv arbeitet oder mit einem manuellen
Objektiv, was gar keinen Autofokus besitzt. Da hat man dann halt noch die Möglichkeit, über diese Einstellung sich die entsprechenden Hilfsmittel einzublenden und zu konfigurieren. So, den Fokusassistenten, den kann ich euch aber jetzt wieder zeigen. Und das geht, wenn ich hier mein Menü auf manuell fokussiert einstelle, kann ich, hier habe ich einen Fokusassistent und dann, wenn ich ein Messfeld habe, sieht man sofort hier oben, ich kann das Messfeld mal ein bisschen runterschieben, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Dann sieht man sofort, ich habe hier so zwei Balken und man sieht, dass ich da noch beim Fokus nicht da bin, wo ich hin muss. Und wenn das ganze Feld dann grün wird, wie jetzt, weiß ich ganz genau, ich bin jetzt da im Fokus, da sitzt halt mein Fokus, jetzt bin ich wieder raus, so, und habe halt da eine scharfe Auslösung und kann dann halt, wenn die oberen auseinander sind, muss ich zurückdrehen. Also man hat auch dann einen Unterschied zwischen den beiden Richtungen, die man drehen kann, und weiß dann ganz genau, wenn die beiden Pfeile übereinander sitzen. Sehr große Hilfe auch, funktioniert natürlich dann bei Tilt-Shift nicht so einwandfrei, aber das kann man dann noch nutzen, um dann halt sich den Fokus manuell zu setzen, wenn man mit manuell fokussierten Objektiven unterwegs ist. Das sind also die beiden Punkte, die im Autofokus-Menü 2 da noch zu erreichen sind. Warum die jetzt im Autofokus-Menü mit reingekommen sind oder warum man das Menü nicht anders genannt hat. Keine Ahnung, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Man weiß, wo sie sind. Das sind zwei gute Hilfen, die man beim manuellen Fokussieren noch einsetzen kann. Also von daher, wer viel mit manuellen Objektiven unterwegs ist, schaut euch das an. Das ist eine große Hilfe, wenn man da schnell mit den Fokus finden will. Dann kommen wir auch schon zu AF-Menü 3. Und da sind Punkte drunter, die dann das Feintuning des AFs, also des Autofokus-Systems, noch ein bisschen ermöglichen. Und als erstes die AF-Servoreaktion, da kann man ein bisschen langsamer oder schneller einstellen, wann das eigentlich verfolgte Objekt als verloren gelten soll. Soll das noch länger verfolgen, wenn es aus dem eigentlichen Fokus rausläuft, oder soll es einfach noch nachgeführt werden oder der Fokus da gehalten werden? Das kann man da ein bisschen einstellen. Dann habe ich hier noch ein den Wert fürs Nachführen. Wann soll der Fokus denn jetzt nachgeführt werden, wenn das Objekt sich weg oder näher oder weiter weg zur Kamera bewegt? Wann soll das passieren? Gerade in Interviewsituationen, wenn jetzt jemand hier vor und zurück geht, soll der Fokus da sofort nachgezogen werden oder soll das halt noch ein bisschen nachziehen? Und das Ganze hier unten ist noch die AF-Feldnachführung. Das ist gerade, wenn ich hier diese mehrfältigen Messfelder benutze, wann soll das nächste Feld genutzt werden, wenn der aus dem ursprünglichen Feld rausgerutscht ist. Das kann ich hier alles einstellen. Das ist halt für Leute, die sich ganz genau da mit der Situation oder ihre Motive und Fokussiersituationen kennen und da wirklich die bestmöglichen Ergebnisse rausholen wollen, die können da noch halt die entsprechenden Einstellungen vornehmen, um dann halt den Autofokus möglichst performant einzustellen, wenn man halt immer in gewissen Situationen arbeitet, nur Interviews dreht oder nur Sport macht, dann weiß man halt, was man da am besten einstellen will. Als Rounder, wer in vielen verschiedenen Situationen unterwegs ist, mal Hochzeit, mal Event, mal Sport, dem empfehle ich eigentlich, entweder das so zu lassen oder dann jedes Mal wirklich wieder umzustellen. Da sollte man sich dann aber wirklich überlegen, was man da genau braucht und aufpassen, dass man sich da nicht zu viel verstellt und dann nachher keine oder nicht die Ergebnisse hat, die man gerne hätte. Dann kommen wir schon zum Autofokus 4 Menü und da gibt es dann noch so ein paar Besonderheiten. Bei dem ersten Menüpunkt kann ich hier bestimmen, ob ich den Autofokus nachher nochmal überstimmen können möchte. Möchte ich danach, wenn die Kamera den Fokus gesetzt habe, nochmal nachfokussieren können. Mit USM und STM Objektiven von Canon ist das möglich. Da wird dann sogar eine Vergrößerung nochmal eingeblendet auf dem Fokuspunkt. Das kann man hier ein- oder ausschalten, wenn man das möchte. Da gibt es halt die verschiedenen Möglichkeiten. Ob das bei One-Shot aktiviert sein soll, geht auch nur bei One-Shot logischerweise, aktiviert werden soll, oder ob die Vergrößerung noch mit dazukommen soll, wenn man es benutzt, oder einfach, ob es deaktiviert sein soll. Von daher, das kann man sich einstellen, wenn man die passenden Objektive hat. Noch ein nettes Gimmick. Dann habe ich hier als nächsten Punkt die AF-Hilfslichtaussendung. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Es gibt hier vorne so eine kleine LED,
Die kann ich einschalten, wenn es jetzt zu dunkel ist, in bestimmten Situationen, wo die Elektronik der Kamera keinen Kontrast mehr erkennt, dann würde die in diesem Fall ein Licht aussenden, um dann halt das entsprechende Objekt nochmal zu beleuchten und daran dann den Autofokus zu messen und zu bewerten. Das gleiche geht hier mit nur LED-Höchstlicht. Wenn ich einen externen Blitz auf der Kamera habe, würde es dann hier in dem Fall nur den externen Blitz dafür verwenden und das LED-Licht, was da drauf montiert ist, benutzen. In Situationen, es gibt immer Situationen, da ist sowas dann ganz hilfreich. Von daher kann man das Ganze dann da noch einstellen, wer es braucht. Nach den Menüpunkten zur AF-Hilfslichtaussendung kommen wir noch zum One-Shot-AF-Prioritätsauslösungsmenü. Da gibt es zwei Konfigurationsmöglichkeiten. Da kann ich einmal sagen, dass die Kamera Wert legen soll, dass der Fokus erstmal passt, bevor sie auslöst. Oder ich kann sagen, egal, wenn ich den Auslöser durchdrücke, mach das Foto. Es ist halt nicht scharf, aber ich habe den Moment eingefangen, gerade bei Sportaufnahmen, eventuell ganz wichtig, dass man genau auf dem Punkt die Action dann festhält. Bei anderen Sachen ist es vielleicht wichtiger, dass man den Fokus scharf gestellt bekommt und dann hat man halt den Fokus eher scharf gestellt. Das sind die beiden Varianten, die es da gibt. Ich habe das immer auf Fokus. Ich bin jetzt kein Sportfotograf oder auf Action oder Geschwindigkeit aus. Ich habe auch nicht die besten Objektive immer dabei. Oder ich besitze auch nicht die besten und schnellsten Objektive. Von daher ist es natürlich immer so eine Sache, wenn ich hier immer auf Auslösung gehe und die Objektive nicht hinterherkommen beim Autofokus und die relativ träge sind, dann habe ich da ein Problem. Deswegen für meine Art der Fotografie reicht das mit dem Fokus eigentlich immer aus. Ich habe ein scharfes Foto, das ist mir dann mehr wert, als die Action festzuhalten. In der Reportagefotografie sieht das vielleicht anders aus, aber das muss jeder für sich entscheiden. Wichtig, dass man weiß, dass es die Einstellung gibt. Wenn man da Probleme mit hat, kann man da nochmal gucken, wo sitzt da die Priorität der Kamera. Vielleicht hat man sich da was verstellt. Da gibt es auf jeden Fall den passenden Punkt. Schaut euch das an, wenn ihr da Probleme habt oder da noch ein bisschen genauer mit umgehen wollt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Reiter im Autofokus-Menü. Und da gibt es einmal das Schärfen, Suchen, Fortsetzen, Aus- oder Einschalten. Das ist gerade, wenn man hier so ein 150, 600er hat oder so, wo man lange Brennweiten in einem Objektiv hat, wo das Objektiv dann manchmal oder die Kamera es nicht schafft, den Fokus zu finden oder die Schärfe einzustellen. Da kann man sagen, wenn es nicht schaffst beim ersten Mal, dann lass es sein. Manche sagen, irgendwann findet er es schon, dann pumpen die Dinger dann halt wie verrückt. Das kann man dann halt entsprechend konfigurieren. Ist auch ein bisschen abhängig davon, welches Objektiv man benutzt. Ich kann es beim Sigma zum Beispiel, beim 150-600 her, auch die Schärfebereiche, wo überhaupt gesucht werden, ein bisschen eingrenzen, damit nicht über die ganze Brennweite gesucht wird oder beziehungsweise auch den ganzen Schärfebereich dieses Objektivs gesucht wird. Von daher, da kann man das Ganze einstellen, wenn es einen interessiert, je nach Anwendungsfall. Als nächstes kommen wir dann zur AF-Methode begrenzen. So nennt sich das Menü und dann sehe ich alle Methoden, die die Kamera mir zur Verfügung stellt. Aber ja, manchmal habe ich auch Methoden, die werde ich niemals nutzen. Dann fragt man sich, warum muss ich die eigentlich jedes Mal, wenn ich die Kamera bediene, durchblättern? Das muss man nicht. Man kann sie ja einfach deaktivieren, zum Beispiel horizontal und vertikal benutze ich never. Dann kann ich die einfach deaktivieren und dann hier sieht man ja immer, wenn man was verändert hat, in der Standardeinstellung ein Sternchen. Dann sind die nicht mehr zur Verfügung. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo sind die denn dann nicht mehr zur Verfügung? Weil auf Reiter 1 sind die dann nur noch ausgegraut. Das ist schon mal hilfreich beim Durchblättern. Aber es gibt noch eine weitere Methode, die kann ich euch ganz gerne jetzt dann auch hier zeigen. Ich habe die Messfeld-Auswahltaste, und das ist die unter dem Sternchen. Wenn ich die klicke, kann ich ja das Messfeld verschieben mit den beiden Rädchen. Aber ich kann auch die FN-Taste drücken und dann habe ich auch die Messfelder hier, die kann ich hier die Methode nochmal auswählen und da sind dann halt die beiden entsprechend deaktivierten Messfelder auch nur ausgegraut zu sehen und ich komme dann nicht mehr in Verlegenheit darüber zu blättern, wenn es dann schnell gehen muss und das ist dann relativ hilfreich, wenn man sowieso weiß, die beiden nutze ich nie,
dann deaktiviert euch die, dann blättert ihr nicht jedes Mal darüber. Manchmal geht es ja wirklich um Sekunden. Da macht es dann durchaus Sinn, wenn man da nur die Sachen wirklich auch zur Auswahl hat, die man auch wirklich braucht. Dann haben wir noch die Ausrichtung. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Was bedeutet überhaupt die Ausrichtung, Messfeldausrichtung? Das ist der Unterschied, ob ich die Kamera jetzt horizontal oder vertikal nutze. Dann kann ich der Kamera sagen, sie soll das Messfeld für beide Varianten gleich halten oder ich möchte unterschiedliche Varianten nutzen für vertikal und horizontal. Ich habe das hier dafür dasselbe, also das Verschieben mit Touch and Track AF geht so schnell, dass ich da keine unterschiedlichen Messfelder für brauche. Das schiebe ich mir dann dahin, wo ich das haben will, ganz schnell, ohne Probleme. Aber für den einen oder anderen ist das vielleicht noch ganz interessant. Man kann das halt auch entsprechend umdrehen, gerade wenn man jetzt mit einem Batteriegriff arbeitet oder so und dann oft dann doch schon mal im Hochkant arbeitet und auch schnell wechseln muss, kommt der ein oder andere vielleicht damit schneller und besser klar. Nach der Messfeldausrichtung können wir auch zu guter Letzt noch zum Servo-AF-Ausgangsfeld für Gesichtsmodus bzw. Gesichtserkennungsmodus und Verfolgungsmodus. Da steht hier bei mir auf Auto. Da gibt es aber auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann das einmal auf automatisch lassen, dann bestimmt es halt die Kamera. Aber ich kann auch sagen, nimm das letzte für diesen Modus ausgewählte Messfeld oder nimm das Messfeld, was ich jetzt in dem vorherigen Modus, also Einzelfeld, Mehrfeld und so weiter und so fort verwendet habe. Nimm das Messfeld und jetzt such mir da ein Gesicht bzw. ab da verfolgen wir jetzt irgendein Objekt. Nehme das. Ich habe das hier auf automatisch stehen. Das ist auch wirklich Geschmackssache und wie man mit seiner Kamera halt arbeitet. Ob das eine oder andere sinnvoller ist, das müsst ihr auch für euch selber entscheiden. Das kann ich hier nicht beurteilen. Ich habe es halt auf Automatik und komme da sehr gut mit zurecht. Das war es auch schon bei der Canon EOS R zum Autofokus. Da sind ja doch die ein oder anderen Sachen drin und die können einen auch tatsächlich das Leben oder die Bedienung doch vereinfachen. Da sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Da sind wirklich gute Sachen drin und wenn man sich da ein bisschen mit seiner Kamera auskennt und die ganzen Sachen wirklich so optimiert, wie man das braucht, dann macht es doch auch deutlich Spaß oder deutlich mehr Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier für das Autofokus-Menü noch ein paar nützliche Tipps und Tricks oder Hinweise geben. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, packt das in die Kommentare. Ich lese mir das wie immer durch, beziehungsweise sind ja auch mittlerweile einige andere hier schon unterwegs, die auch mal gerne auf solche Sachen antworten. Vielen Dank da auch nochmal und auch für die ganzen Kommentare unter dem Video zu dem Aufnahmemodus auch nochmal recht herzlichen Dank. Ich hoffe, das Ganze ist hilfreich für euch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Das wird mir helfen in der Bewertung. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Aktiviert euch die Glocke. Diese Serie wird natürlich fortgeführt. Es gibt aber auch noch andere Videos hier auf dem Kanal. Hier geht alles rund um das Thema Filmen und Fotografieren. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen dürfte. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.